Einen Riegel anbringen, ja? Die Küche. Sehr gut. Warmes Wasser. Ja. Kühlschrank. Ja, schön. Also das ist perfekt. Ja. Oh la la. Monsieur Caudray, das ist doch kein Zimmer, das ist eine Abstellkammer. Also hören Sie, Sie haben noch eine Woche, um das ein bisschen einladender zu machen. Ich kann für Sie einen Kontakt mit einer Dienststelle im Rathaus herstellen. Nein, geht schon. Sind Sie sich sicher? Ja. Schön. Also, Sie verpflichten sich, ein Zimmer zur Verfügung zu stellen und Zugang und Nutzung der zur Verfügung stehenden gemeinschaftlichen Einrichtung. Sie respektieren die Arbeits- und Ruhezeiten. Der Student wiederum verpflichtet sich dazu, jede Nacht hier in der Wohnung zu schlafen und vor 22.30 Uhr zurückzukehren. Das ist sehr wichtig. Monsieur Caudray, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe alles getan, um zu versuchen, den Studenten zu finden innerhalb der Zeit, die ich hatte. Schön. Auf jeden Fall, wir haben wesentlich mehr Anfragen von Mädchen und demzufolge kann ich Ihnen nur Studentinnen vorschlagen. Haben Sie denn nichts anderes? Aber was verstehen Sie unter anderes? Nein, warten Sie. Ich glaube, dass ich die Person gefunden habe, die perfekt zu Ihnen passt. Sehen Sie, sie ist sehr gut. Sie heißt Marilyn. Sie ist 16. Sie möchte in Paris auf eine Kosmetikschule gehen. Sie ist in der Normandie geboren, sehen Sie? Und sie ist die einzige Tochter eines Geflügelzüchter-Ehepaars. Ich lasse Ihnen die Akte hier. Sie sehen sie sich an. Da drin ist auch ein Foto. Dann können Sie sich schon ein bisschen an sie gewöhnen, nicht? Guten Tag, Joseph. Siehst du, dass es immer dasselbe mit ihm ist? Er sagt, er würde nicht hingehen und dann geht er doch. Sie wird ihn noch rumkriegen. Oh, das ist ganz sicher. Unglaublich, wie er seine Aufgabe meistert. Ja. Seine Liebe zum Wasser und seine Intelligenz. Du weißt doch genau, dass du diese ganze Wohnfläche nicht brauchst. Sehr schnell die verschiedensten Rettungsmanöver anzueignen. Machst du das mit Absicht oder wirst du immer tauber? Dein Vater war kein Glaser. Geh doch mal vom Fernseher weg. Kann ein abgetriebenes Boot ziehen und vom Tut mir leid, es dir mitzuteilen, aber du kannst mich nicht rauswerfen. Trotz deiner neuen Erfindung. Das ist keineswegs eine Erfindung. Es steht schwarz auf weiß geschrieben. Mieter, die unter das Gesetz 48 fallen, können in folgenden Fällen ihre Ansprüche verlieren. Hygienische Mängel der Räumlichkeiten, Räumungsanordnung oder eine Unterbelegung der vorhandenen Quadratmeterfläche. Zum Beispiel, eine Person in einer Dreizimmerwohnung stellt eine Unterbelegung der Quadratmeterfläche dar. Joseph. Du bist diese Person und dies ist deine Dreizimmerwohnung. Ich will damit sagen, wenn du ohne Theater zu machen ausgezogen wärst, würde ich dieses Verfahren nicht einleiten, aber du zwingst mich dazu. Ich bin aber gar nicht allein. Ab nächster Woche lebe ich nicht mehr allein in einer Dreizimmerwohnung. Ich nehme jemanden aus der Familie auf. Und wer ist das, bitteschön? Kennst du nicht. Das ist jemand von Papas Seite. Diese Person hast du erfunden. Meinst du, nur weil ich deine Halbschwester bin, kenne ich die Familie nicht? Ich dachte, du hättest aufgehört zu rauchen. Ich habe auch aufgehört. Aber nur in Montpellier, verstehst du? Aha.
Ich möchte Maskenbildnerin für Horrorfilme werden. Hobbys, Ausgehen, meine Freundin, Kino, Musik, gut. Jahreseinkommen der Familie zwischen 12.000 und 24.000. Kochkenntnisse, ja. Fähigkeiten im Haushalt, ja. Wäsche waschen, ja. Naja, die da sagt wohl zu allem, ja. Die Position der beiden Teile entspricht der Stellung der Füße des Bettes im gegenüberliegenden Schema, des inneren und äußeren Abstands und muss demnach durch die Schrauben B, C und D... B, C und D sieht aus wie der Fuß vom Bett. Ja, und kriegen wir das Bett da auch rein? Nur mit deiner Bandage schon, wir nicht. Wenn sie die Schrauben farbig machen würden, dann könnte man sie auch leichter finden. Wie machen die denn heute nur ihre Gebrauchsanweisungen? Was für ein Idiot hat denn so einen Plan gemacht? Ach, wo habt ihr denn jetzt diesen Schlüssel? Guck dir das mal an, da passt doch etwas nicht. Hör mal. Wenn du wie ich deine Stützbandage angezogen hättest. Halt die Klappe, oder was noch davon? Ah, ich hab ihn gefunden. Er war in meinen Ärmel gerutscht. Also jetzt bauen wir das Bett fertig. Hm? Ich glaube, wir müssen mit diesem Teil hier anfangen. Geht's gut? Ah. Die machen mir das Leben schwer. Ich hab Zeitung dazugetan, wie du mir gesagt hast. Aber das ist noch schlimmer. Ich hab wohl nicht das Richtige genommen. Was macht das bitte? 2 Euro. Danke, auf Wiedersehen. Danke. Ach, gib mir das Gleiche wie dem jungen Mädchen. Das macht dich aber auch nicht jünger und schöner. Das kann ich dir gleich sagen. Was denn? Was? Tag, Monsieur Coudray. Guten Tag. Geschenk von Mama. Also nein. Tu mir das sofort weg. Schön. So, da sind wir endlich. Also, Monsieur Coudray, Marilyn, Marilyn, Monsieur Coudray. Marilyn, ohne Ehe, so wie Mama. Ich weiß, ich weiß. Sehr schön. Ich lasse Sie dann die Wohnung besichtigen. Ich gehe dann. Und wenn noch irgendetwas sein sollte, dann rufen Sie mich an. Der Verein ist dafür da, dass die Dinge so gut wie möglich vonstatten gehen. Nein, nein, lassen Sie nur. Ich wollte Ihnen sagen, ich möchte lieber, dass Sie hier nichts machen, ja? Ich habe Ihnen die Schränke unten freigeräumt.
Telefon. Entschuldigen Sie bitte, gehen Sie nicht ran? Nein, und Sie machen es auch nicht. Stell dir vor, dein erster Kerl. Ach, hör mal auf, das ekelt mich an. Du bist ja nicht hier. Er läuft wie der Vater von der Kleinen, die nach der lebenden Toten. Weißt du, jetzt fühlen sich die Haare... Scheiße. Ich hab das Bett zerkracht. Oh nein, das erzählte dem Verein. Hör zu, ich leg auf. Küsschen. Das geht ja. Noch einen Tag. Gewonnen. Guten Morgen. Das Bad kann man nicht abschließen, also kann ich mal baden? Ich meine, duschen, um Wasser zu sparen? Wollen Sie einen Kaffee? Haben Sie denn Milch? Tut mir leid, Kaffee ohne Milch mag ich nicht. Haben Sie das im Vertrag erwähnt? Nein, aber ich muss mich ja schließlich waschen. Wissen Sie, ich habe ein Schildchen gefunden, das habe ich an die Tür gehängt. Das muss man nur umdrehen, wenn das Bad besetzt ist. Ich gehe dann mal duschen, in Ordnung? Ja. Sie ein Haus schon raus? Also, wenn Ihre Schuhe in meinem Zimmer sind, ich meine, dass das jetzt mein Zimmer ist, dann könnten Sie sie vielleicht in Ihr Zimmer stellen. Die stehen schon immer da. Dann rufen wir den Verein an. Besonderes für die Schwarzen? Was ist denn? Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Oh nein, verplempern wir nicht unsere Zeit mit Warten. Sie wollten schon, dass ich Ihr Internetcafé finde. Los jetzt, wir gehen weiter. Mama, ich will einen anderen Alten. Er spricht überhaupt nicht. Ich fühle mich einfach nicht gut. Außerdem will er. Der will, dass ich nichts mache. Ich darf ihm nicht helfen. Ich bin total nutzlos. Hör zu, mein Kleines. Es ist immer dasselbe. Sobald du weg bist, willst du zurückkommen. Wir bezahlen dir diese Schule. Mach nicht alles kaputt mit deinen Launen. Ich warne dich. Wenn das so ist, dann machen wir Schluss damit. Komm, du bist doch jetzt groß. Bemühe dich doch mal. Du wirst schon sehen, es wird besser, wenn dein Unterricht anfängt. Ich hoffe, dass er mich morgen wenigstens hinbringen kann. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Ich habe gehört, dass seine Nichte herkommen soll. Das wäre super, wenn die so alt wäre wie ich. Hast du den Fernseher? Er ist auch noch halb taub. Sprich halt ein bisschen lauter, das ist nicht schlimm. Ich rufe dich morgen wieder an, ja? Verschwende nicht dein Guthaben. Ja, du rufst mich morgen an. Ja, mach ich. Küsschen, ja? Die USA und Frankreich hatten die Angelegenheit, Mohamed El-Baradei für eine Vereinbarung mit dem Iran kritisiert, dann hat er mehr Risikobänder-Fragen zum Atomprogramm zu beantworten. Kushner wiederholte in den Zeitungsinterview seine Warnungen vor einem Iran-Krieg. Was ist? Hast du nicht Lust, mich zu massieren? Okay. Eine Fußmassage? Okay. Also, Sie haben mir vorhin nicht geantwortet. Wie viele Kilometer ist die Rue des Iran von hier entfernt? Warte, das wird sich gleich ändern. Na, ist das so schön für dich? Ach, Sie gucken diese Sendung? Die finde ich auch toll. Was ist denn das?
Ach, nichts, erstmal. Du siehst irgendwie traurig aus, oder? Nein, nein, es ist alles. Sagt sie das wegen dem, was er ihr gestern angetan hat? Also, jetzt ist Paul doch der Idiot. Ich bin kein Profi. Naja, ich mag den gern. Einfach weiter. Weißt du nicht, wo Paul hingefahren ist? Kann uns doch egal sein. Wollen Sie was? Nein, also wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung, warum. Esst sie immer irgendwann? Ja, super, machst du das. Na, ich esse, wenn ich Lust habe. Haben Sie keine Angst, dick zu werden? Mach weiter. Doch, aber... Wie waren Sie, als Sie jung waren? Genau so, einfach nur jünger. Und wie haben Sie sich mich vorgestellt? Ich habe sie mir nicht vorgestellt. Ich hatte um einen Jungen gebeten, einen Studenten. Die konnten mir keinen geben, naja. Sie meinen, dass Sie kein Mädchen wollten? Ja, ganz genau. Gefällt dir das? Also wollten Sie mich nicht? Sagen. Ich bin das überhaupt nicht gewöhnt, hier mit so einer jungen Frau außer zu sagen, wie viel Soße ich haben will. Glauben Sie denn, es wäre leicht für mich, so weit weg zu sein bei einem Alten? Sie hätten doch vorher sagen können, dass Sie einen Jungen wollen. Tut mir leid, ich bin nun mal ich und daran kann ich auch nichts ändern. Ich wollte Sie doch nicht verletzen. Entschuldigen Sie. Das hier muss wohl Ihnen gehören, oder? Badezimmer für die Dusche. 7.30 Uhr ist Joseph dran, 7.45 Uhr ist Marilyn dran. Stimmt das so? Stimmt, stimmt, ja. Und in der Küche haben Sie gesagt, der untere Schrank ist für Marilyn und der Schrank oben, der ist dann Ihrer. Ja, genau. Und sonst? Mit Marilyn läuft's gut? Ja, sie schläft noch. Jetzt? Ist sie nicht in der Schule? Na, sie muss erst um 14 Uhr da sein. Ah, alles klar. 14 Uhr. Guten Tag. Guten Tag. Na schön, möchten Sie einen Kaffee? Ja klar, ich nehme einen. Vielen Dank. Marilyn. Also, ich meine, das mit dem T-Shirt geht so nicht. Ich weiß nicht, du könntest Monsieur Coudray beim Kaffeekochen helfen oder beim Tischdecken. Nein, nein, ich möchte es lieber selbst machen. Mit Milch, ja? Vielen Dank. Ja. Schön, ich sehe, es läuft alles bestens. Also dann könnten wir uns nächste Woche treffen und den Vertrag unterzeichnen. Wäre Ihnen das recht? Genau, genau, ja, ja. Sehr schön. Okay. Ja, also ich gehe dann jetzt, weil ich... Joseph, also... bis nächste Woche, bei mir im Büro. Dann auf Wiedersehen. Hörte sie, dass ich im T-Shirt bin? Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja. Den da hat's geschockt. Sie diesen Weg gut. Ein zweites Mal werde ich Sie nicht begleiten. Na dann, danke, dass Sie mich hergebracht haben. Ja, aber wo ist denn Ihre Schule? Bis nachher. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen heute Abend was zu essen. Ein Huhn. Oh nein, Huhn mag ich überhaupt nicht. Okay, alles klar. Ich gehe dann mal. Oh nein, jetzt, wo ich schon mal hier bin, will ich auch Ihre Schule sehen.
Gucken Sie sich diese Stiefel mal an. Aber wer kauft denn bloß sowas? Sie haben keine Ahnung, die sind super. Ich gehe dann jetzt. Was willst du denn nun schon wieder hier? Weißt du, ich mache mir Sorgen um dich, wenn dir irgendwas passiert. Wie alt ist denn dieser Neffe von dir? Joseph, Joseph, kannst du mich hören? Ich kann dich wunderbar hören. Du bist doch die Taube hier. Oh. Es ist eine Nichte. Ihr Name ist Marilyn. Weißt du, wenn es nicht wahr ist, kannst du es mir sagen? Ich fahre eine Woche lang weg. Und dann reden wir noch mal darüber, wenn ich zurück bin. Einverstanden? Ich werde bis zu meinem Tod hier wohnen bleiben. Mein Anwalt schickt dir ein Einschreiben. Ich werde auf jeden Fall meine Rechte geltend machen. Das war's. Ich bleibe bis zu meinem Tod. Und sogar noch länger. Joseph? Sehen Sie mal, was ich in der Schule gekriegt habe. Marilyn, setzen Sie sich bitte mal kurz hin. Ich wollte Sie nämlich um einen Gefallen bitten. Okay, alles klar. Welchen? Sehen Sie? Das hier ist ein bläuliches Make-up. Das ist ideal für einen Leichenton. Wollen Sie mal probieren? Hier. Ja. Keine Angst, das geht wieder ab. Also, wissen Sie, meine Schwester. Meine Schwester kommt morgen her. Habe ich Ähnlichkeit mit Dracula? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Also hören Sie zu. Meine Sie Schwester. Sie kennen Dracula nicht? Meine Sie Schwester. Sie kennen Dracula nicht. Moment. Joseph? Aber was ist das denn? Sie können doch wohl anklopfen, oder? Na, Sie haben es nicht gehört, da habe ich Ihnen geschrieben. Bitte hören Sie. Meine Schwester will herkommen. Also, da müssten Sie... Na ja, ich wollte, wenn es Ihnen recht ist, dass Sie ihr sagen, Sie wären meine Nichte. Eine Nichte aus der anderen Familie, sozusagen. Aber was machen Sie denn mit dieser Gabel? Na ja, die nehme ich, damit ich mich nicht verbücken brauche. Aber also wirklich, ich muss mich doch nicht rechtfertigen. Nein, bloß merkwürdig ist das schon. Wie merkwürdig? Und Sie? Ist es etwa nicht merkwürdig, ein Huhn in einem Schrank verfaulen zu lassen, oder was? Mann, scheiße, das Huhn. Es tut mir leid, also ich kann es Ihnen erklären. Schon gut, vergessen Sie das, worum ich Sie gebeten habe. Es ist idiotisch. Gut, ich werde es irgendwie anders machen. Hör mal, hörst du jetzt auf zu lügen, Joseph? Dein Trödellager beeindruckt mich in keiner Weise. Eine Familie erfindet man nicht einfach so. Ja, schön, das Essen ist jetzt fertig. Und damit soll ich also essen? So, du glaubst also, dass es mir nichts ausmacht, wie mein eigener Bruder hinter meinem Rücken irgendwas ausheckt und meine Geduld ausnutzt? Du musst ja eine miserable Meinung von mir haben, wenn du mir so eine Inszenierung vorgaukelst. Ich sag dir doch, dass ich mit jemandem zusammenlebe. Wie viel hast du deiner Nichte gezahlt? Hast du sie auf der Straße aufgelesen? Seufzt sie ihr Pennerglück? Von deinem Geld, ja?
Eine schöne neue Familie hast du da. Und wie lange soll ich auf diese Nummer reinfallen, deiner Meinung nach? Ha? Ich sage dir nur, ich möchte nicht in ein Altersheim gehen. Joseph, ich versichere dir, es ist bloß zu deinem Vorteil. Ha? Das ist viel, viel besser für dich. Guten Tag. Guten Tag, Onkelchen. Guten Tag, Marilyn. Ohne E wie Marilyn Monroe. Wie alt sind Sie? Sie sind sehr jung. Oh, nein, nein, nicht besonders. Ich bin 16. Joseph konnte es mir leider nicht genau sagen. Sie sind also die Tochter von... Mein Onkel hat recht, Sie sind sehr neugierig, echt. seid ihr fertig mit Essen? Tut mir leid, ich wollte mit euch essen, aber ich habe mich mit der Metro verfahren. Wissen Sie, Joseph hat mir erzählt, dass Sie im Horrorbereich tätig sein wollen. Natürlich nur, wenn das nicht zu neugierig klingt. Ich will Maskenbildnerin für Fantasyfilme werden. Oder wissen Sie, wenn man die richtig Verbrannten schminken muss oder Verletzungen machen. Und warum nicht normale Menschen schminken? Also Personen, die schön sind. Schauspielerinnen zum Beispiel. Nein, wir sind Monster lieber als irgendwelche Stars. Und Sie meinen, dass Sie sich in Ihrem Alter ordentlich um ihn kümmern können? Was würden Sie denn tun, wenn ihm mal irgendwas passieren sollte? Aber wieso? Was soll ihm denn passieren? Ich bin doch schließlich da. Gut, es tut mir leid. Ich konnte nur 5 Minuten bleiben. Ich muss wieder in die Schule. Bis nachher, Onkelein. Schön. Auf Wiedersehen, Madeleine. Jennifer, 12. Valerie, 8. Paul, 6. Iris, 15. Marilyn, 18. Insgesamt gut. Das sind gute Ergebnisse. Macht weiter so. Marilyn, nicht nachlassen. Das ist eine sehr reife Arbeit. Da gibt es nichts zu sagen. Das ist perfekt. Alles klar? Und? Und? Hat Ihre Schwester die Nummer mit der Nichte geglaubt? War ich gut? Perfekt. Ja, Gott sei Dank waren Sie da. Das hätte ich nie von Ihnen gedacht. Logisch, das konnte ich schon mal machen. Aber ehrlich, jetzt war ich gut? Oh ja, das ist schon fast besorgniserregend. Auf jeden Fall, ich danke Ihnen vielmals. Aber eins verstehe ich nicht. Wo ist der Unterschied, ob ich Ihre Nichte bin? Na, ich wollte ihr nichts von dem Verein erzählen. Sie hätte es noch geschafft, die Sache zu kippen. Welche Sache denn? Ach, wissen Sie, meine Schwester bedroht mich seit langer Zeit. Sie will, dass ich aus der Wohnung ausziehe. Sie will sie verkaufen. Sie ist sehr prozessversessen. Und wenn sie hört, dass wir eine Abmachung miteinander haben, dann findet sie sicher eine juristische Klausel, die unsere Vereinbarung ungültig macht. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das ist normal, weil ich Ihnen nicht alles sage. Ich sage Ihnen nicht alles, weil ich ein Dreckskerl bin. Ich habe Ihnen nie gesagt, dass ich Sie nur einen Monat behalten wollte. Bis meine Schwester von unserer Wohngemeinschaft erfährt. Und später hätte ich mich geweigert, unseren endgültigen Vertrag zu unterschreiben. Schlimmer noch, ich hätte Sie rausgeschmissen. Und warum sagen Sie mir das jetzt alles? Weil Sie mir geholfen haben, wie es noch niemals ein Mensch getan hat. Echt widerlich. Ich habe Ihnen geholfen und Sie wollen mich rauswerfen. Ich bin jetzt Ihre Nichte. Sie können mich nicht mehr rauswerfen. Ja, ja. Joseph? Ja, ja. Unterschreiben Sie den Vertrag? Ja, ich habe doch schon ja gesagt. Muss ich es alle 5 Minuten wiederholen? Ja. Gut, okay, alles klar. Und hören Sie auf, okay, alles klar zu sagen. Okay, alles klar. Ich kann nicht schlafen. Darf ich ein bisschen zu Ihnen kommen? Aber was wollen Sie denn machen? Ich wollte nur ein bisschen reden. Ich habe kein Guthaben mehr auf dem Handy. Da habe ich an Sie gedacht. Aber wir können uns doch nicht die ganze Zeit unterhalten. Ich meine, was soll ich denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Nichts Besonderes. Einfach reden. Sie haben nicht denselben Vater wie Ihre Schwester? Nein. Mein Vater ist gestorben und unsere Mutter hat wieder geheiratet. Wie alt sind Sie da gewesen? 7 Jahre. Und dann? Ja, und dann? Was dann? Ich weiß nicht, Sie müssen doch viele Geschichten zu erzählen haben. Aber nein, es gibt keine Geschichten. Was für Geschichten?
Aber klar, in ihrem Alter hat man doch voll viele Geschichten. Ja. Bloß die Geschichte von einem kleinen Jungen, der mit seinen Eltern in einem Restaurant essen geht. Und der kleine Junge sucht sich eine Suppe aus. Nein, vielmehr die Mama sucht die Suppe aus, eine Gemüsesuppe. Und der Vater, der nimmt Fisch. Hm. Wollen Sie mir jetzt das ganze Menü beschreiben? Na ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine Geschichten erzählen kann. Gut. Auf jeden Fall sitzen also alle im Restaurant und dann kommt das Essen. Das Essen kommt, alle fangen an. Und plötzlich hat sich der Vater verschluckt. Sein Gesicht wird ganz rot. Er fällt von seinem Stuhl, es läuft Blut aus seinem Mund und noch bevor der Arzt kommt, ist er tot. Seit diesem Tag hat der kleine Junge keinen Fisch mehr gegessen oder geangelt. Aber in einem Glas, da hebt er ein kleines Tier auf, das uns daran erinnert, dass wir alle früher oder später eines Tages sterben müssen. Eine Fernsehmoderatorin muss immer perfekt aussehen. Marilyn, worum habe ich Sie gebeten? Gothic Style kommt später. Jetzt arbeiten Sie lieber die Korrekturen an den Lippen aus. Vorsicht, dass Sie dabei nicht um die Linie kommen. Meine Moderatoren sind mir egal. Ich will hier keine Barbies schminken. Gut, du schminkst dich alleine ab, weil ich gleich nach der Stunde abhauen muss. Spinnst du? Wir wollten nachher meinen Typen suchen. Ich hab dir doch gesagt, heute ist der große Tag. Ich werde mit dem Alten unterschreiben. Joseph, ich frage Sie, wollen Sie die hier anwesende Marilyn zur Ehefrau nehmen? Hast du ihn gefragt, ob ich zu dir kommen kann? Ich hab dir doch gesagt, ich darf keinen mitbringen. Das steht in dem Vertrag. Mal sehen, vielleicht, wenn er unterschrieben wird. Marilyn, ich gebe Ihnen dieses Mal keine Note, aber beim nächsten Mal sind es 0 Punkte. Ich schicke dir ein Foto von meinem Typ. Marilyn, bitte. Entschuldigen Sie. Gut. Und, wie geht es so? Super. Und Ihnen, Monsieur Coudray? Was meinen Sie? Wie geht's? Ist alles in Ordnung? Wollen Sie noch etwas prüfen, bevor Sie unterzeichnen? Monsieur Coudray, hören Sie mich. Wissen Sie, dass 75% der älteren Menschen und 50% der jungen Leute diese Erfahrung einer Wohngemeinschaft nach ein paar Jahren noch einmal wiederholt haben, entweder gemeinsam oder mit einer anderen Person? Verzeihen Sie, darf ich den Vertrag lesen oder vielmehr noch mal lesen? Natürlich. Bitte. Entschuldigen Sie, wo sind die Toiletten? Am Ende des Flurs, links. Da drüben, genau. Alles in Ordnung? Haben Sie nichts Besonderes bemerkt? Nein. Madame Meunier, ich habe gesagt, wir treffen uns am kommenden Dienstag, alle drei zusammen. Ja, aber er hat heute früh nicht mit mir geredet, nicht mal guten Morgen zu mir gesagt. Er hat nicht einmal gefragt, Madame ob es mir gut geht. Also, ich werde Sie gleich anrufen. Ich verspreche es Ihnen. Gehen Sie jetzt bitte nach Hause. Also gut. Na fein. Auf Wiedersehen. So, alles in Ordnung? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Schön, Monsieur Coudray. Sind Sie einverstanden, diese Wohngemeinschaft weiterhin fortzusetzen? Monsieur Coudray? Bin ich. Schön.
für ein Zirkus? Ich hab doch unterschrieben. Was ist denn los? Hey, können Sie das nicht ganz normal machen? Ich habe noch nie gern was unterschrieben, wissen Sie. Jedes Mal, wenn ich eine Sache mit einer Frau konkretisieren wollte, hat sie mich am nächsten Tag verlassen. Klar, wenn Sie auch immer solche Geschichten machen. Egal, was jetzt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Sie jetzt nicht mehr sehe. Hören Sie mit diesen Süßigkeiten auf. Wir wollen gleich essen. So, die Jugend geht jetzt an den Start. Nehmen Sie sich eine Nudel. Passen Sie auf, dass Sie nicht ausrutschen. Wie geht's Ihnen denn heute? Und nun hinein ins Vergnügen. Nur Mut, meine Herrschaft. Bewegen Sie sich doch. Sie frieren, wenn Sie da nur stehen. Nur ein einziges Mal, verstanden? Nur ein einziges Mal lasse ich mich von Ihnen zu sowas bringen. Sie müssen einfach kein Dreckskerl sein. Entschuldigung, wollen Sie rein? Mein Gott, gehen Sie doch woanders hin. Sie sehen doch, dass ich... Gehen Sie woanders hin! Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst? Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ah. Das ist ein alter Film, aber er ist immerhin in Farbe. Gefällt er Ihnen? Oh ja. Meine Mutter hat mir einen DVD-Player geschickt, damit wir ihn gucken können. Sie haben mir doch erzählt, dass Sie Dracula nicht kennen. Wissen Sie, dass er sich nicht im Spiegel sehen kann? Zu alt dafür? Nein, er hat keinen richtigen Körper. Er hat kein Spiegelbild. Also er hat Gott verflucht, weil Gott die Frau, die er liebte, getötet hat. Und seitdem sucht er sie in anderen Frauen und vampirisiert alle Jungfrauen, die ihr ähnlich sehen. Aber aus Liebe. Das ist total toll. Ja, und nun aber die Schlechte. Ich wollte ihre Wäsche waschen und, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber... Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Aber eigentlich kann man es ja noch anziehen. Das entfärbt sich wieder, glaube ich. Es tut mir leid. Oh. Sie sind nunmehr die Frau des Prinzen der Finsternis geworden. Sobald Sie mir einen Sohn schenken, werde ich Ihr Blut trinken. Und Sie werden mir gehören, auf immer und ewig. Ich beglückwünsche Sie, Madame. Sie haben mir einen Sohn geschenkt, der meiner würdig ist. Lassen Sie uns allein. Habe ich bessere. Nein, ich habe mir nur die Fotos angesehen. Zigarette? Ich darf da nicht rauchen. Ich muss jedes Mal rausgehen. Aber Sie haben doch vorhin geraucht. Sie das? Ich zeig's dir mal. Wohnst du hier in der Gegend? Ich hab dich noch nie gesehen. Ja, seit fast einem Monat. Ich wohne da drüben. Ich muss jetzt los. Sonst komme ich zu spät. Sehe ich dich wieder? Oh nein, die kann doch nicht alles nehmen, also sowas. Und ich habe mich schon gefragt, wo das alles geblieben ist.
Meine Nichte. Ich hätte wirklich was anderes finden können. Meine Nichte, das ist ja nahe verwandt, aber das gibt ihr noch lange nicht das Recht, an meine Unterhosen zu gehen. Also ich muss schon sagen. Sie denn so? Ich lächle ja gar nicht. Doch, Sie lächeln und ich habe das Gefühl, Sie sind woanders mit Ihren Gedanken. Nein, nein, überhaupt nicht. Und wo wollen Sie mit mir hin? Das sehen Sie morgen, wenn Sie aufhören, wie eine Idiotin zu lächeln. Sehen Sie da. Wer ist denn James Douglas Morrison? Wie, den kennen Sie gar nicht? Den berühmten Sänger kennen Sie nicht? Jim Morrison? Doch, vielleicht schon. Den Rock'n'Roll-Sänger, den kennen Sie nicht? Na, sowas. Hier sind lauter bekannte Leute. Oh ja, hier liegt Beaumarchais, hier liegt Balzac, hier liegt Molière, hier liegt La Fontaine. Ja, schon gut, hören Sie auf, ich kriege Kopfschmerzen. Wollen Sie, dass wir woanders hingehen? Ich weiß nicht, wir könnten auf die Champs-Élysées gehen, die Westengeschäfte ansehen, wo ich früher gearbeitet habe. Sie sehen voll gut aus. Warum ziehen Sie sich nicht jeden Tag so an? Ah ja, wirklich? Finden Sie das, ja? Klar, total super. Also, ja. Nur, ich finde Ihre Schuhe, das ist doof, aber die sind irgendwie nicht... Ah. Ja. Nein, aber sie sind sehr schön. So, nur noch ein kleines bisschen. Was machen Sie denn, wenn ich nicht mehr da bin? Jo, na ja. Mit den Schnürsenkeln, meine ich. So. Ah, danke. Also wirklich, sehr schön. Dieses Mal bringe ich keinen Huhn mit. Soll ich Sie nicht lieber begleiten? Erinnern Sie sich an? Nein, auf keinen Fall. Ich weiß doch, wie ich zum Bahnhof komme. Ja. Thank you.
Lucien, ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. Vielen Dank. Ich Ihnen auch. Ja, ich Ihnen auch. Dann sind wir in den Bus gestiegen mit Raymond. Da war ein Platz frei. Dann stieg eine schwangere Frau ein. Und er wollte seinen Platz nicht abgeben. Warum wollte er seinen Platz nicht abgeben? Wer hat denn Vorrang, die schwangere Frau oder Raymond? Was meinst du dazu? Raymond, was meinst du dazu? Ja? Überhaupt nichts. Er hat mir ein Aspirin gegeben. So viel Champagner. Oh mein Gott, ich glaub's. Die könnten jetzt den Kuchen bringen, also mir reicht's. Mir reicht's. Du möchtest jetzt den Kuchen? Und nun lasst uns fröhlich trinken, denn der Wein, der lädt uns alle ein. Wir lassen den Buch nicht sinken, Freunde, lasst uns glücklich sein. Hier fehlt doch was. Ach ja? Oh ja, das ist ganz unglaublich. Also, auf Ihr Wohl. Alles gut. Ja, super. Mom, da kommen 4 Kinder und 7 Enkelkinder und ein Urenkel. Den habe ich auch schon. Ich habe 6 Kinder und ich habe 14 Enkelkinder und 12 Urenkelkinder und einen Ehemann. Und Sie, wie viele? Ich habe gerade geheiratet. Ich beglückwünsche Sie. Ah, oh. Wirklich mutig. Ja, ja. Na, Joseph, bist du glücklich mit deinem neuen Leben? Sie ist weg, aber sie kommt schon wieder. Und deine Schwester? Ah, meine Schwester, meine Schwester. Meine Schwester. Meine Schwester. Lachen verlängert das Leben. Ist das nicht so? Das Leben ist eines der schwersten. Ja, mein Freund. Prost Neujahr, mein Alter. Guten Tag, mein kleiner Joe. War es nicht zu traurig? Weihnachten in Paris? Also in Megève, das war fantastisch. Ich habe noch nie so viel Schnee gesehen. Eine wahre Pracht. Sag mal, ist deine Nichte nicht da? Sie ist über die Feiertage bei ihren Eltern. Weißt du, Joseph, zusammen mit Jean-Philippe habe ich nachgedacht. Dieses Mädchen, das ist absolut nicht normal, dass sie jetzt rein zufällig in deinem Leben aufgetaucht ist. Weißt du, ich möchte dir mal einen Rat geben. Nimm dich in Acht vor ihr. Nur weil sie sehr jung ist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht einen Hintergedanken hat. Sie oder aber Gott weiß wer sonst noch. Joseph? Ich dachte, Sie würden sich darüber freuen. Das ist nett, dass Sie mich abholen. Ah, früher hatte man noch Aschenbecher, das ist lange her. Joseph. Was ist denn? Sie sehen müde aus. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Was sehen Sie mich so an? Ich kann Sie mir irgendwie nicht mit einer Frau vorstellen. Sie täuschen sich. Ich hatte mehrere. Warum haben Sie dann nie geheiratet? Wegen Ihrer Schwester vielleicht? Warum sagen Sie sowas? Ich weiß nicht, Sie haben die doch ständig auf der Pelle. Sie sollen Ihre Zimmerpflanzen gießen, Sie sollen Ihre Post holen. Ja, was soll ich denn dagegen machen, ne? Diese Wohnung gehört immerhin ihr. Ich bin gebunden an sie. Was ich auch mache, sie bleibt meine Schwester.
Und wenn Sie umziehen würden, dann könnte sie nicht mehr nerven. Ach, netter Witz, ich soll umziehen, hä? In meinem Alter, ja? Wohin denn? Es gibt doch viel bessere Wohnungen als Ihre. Wir könnten eine im selben Viertel finden. Ich kenne einen, der macht das beruflich, der könnte... Wer? Jemand, der in einer Agentur arbeitet. Ja, hat Ihre Mutter nie gesagt, dass man nicht mit Fremden spricht, vor allem nicht in Paris? Ich habe gesehen, wie Sie mit diesem Jungen geredet haben. Wissen Sie, glauben Sie mir, ich sehe alles. Das ist kein Fremder, er arbeitet in der Agentur. Ja, trotzdem, also Sie sind minderjährig, ich bin doch für Sie verantwortlich. Ja, ja, schon gut, vor kurzem wollten Sie mich rausschmeißen und jetzt sind Sie plötzlich mein... Wie nennt man das? Ihr Anstandswauwau? Nein, bestimmt nicht, das wäre unter meiner Würde. Wann haben Sie den kennengelernt? Erst vor kurzem, aber ich weiß, das ist ein Beruf und er könnte uns helfen. Das wäre witzig. Das kann man wohl sagen. Und, was ist? Was denn? Na, sind Sie einverstanden mit dem Umzug? Aber hören Sie mal, so einfach lässt sich das wirklich nicht machen. Das kann man doch nicht so entscheiden, so hoppla hopp. Meinetwegen, dann vergessen Sie's. Aber das habe ich doch auch wieder nicht gemeint. Doch, vergessen Sie es, kein Problem. Gute Nacht. Was machen Sie da? Ich wollte was trinken. Sie haben eine rote Farbe. Da, auf Ihrer Wange. Gibt es denn in der Schule gar nichts zum Abschminken? Na schön. Gehen Sie jetzt lieber schlafen. Die Wohnung darf natürlich nicht zu teuer sein, weil ich nicht weiß, wie viel er zahlen kann. Und auch nicht zu weit weg, weil er bestimmt nicht aus dem Viertel raus will. Aber vor allem modern, da wo wir jetzt sind, stinkt's nach Tod. Okay. Ich hab vielleicht was plus Klischee, super modern. Drei Zimmer. Möchtest du zu mir kommen? Jetzt? Ja, willst du nicht? Ich muss nach Hause. Hast du Angst? Nein, aber ich muss mich um Joseph kümmern. Wenn du so weitermachst, geht ihm noch einer ab. Du bist gemein, sag sowas nicht. Er ist ein alter Mann, das ist normal. Okay.
Joseph, geht's gut? Ach, meine Schwester ist gerade gegangen. Sie macht mich fertig. Die macht derart viel heiße Luft. Vielmehr, sie nimmt mir die Luft. Ich kann nicht mehr atmen, wenn sie da ist. Sehen Sie, wir haben recht, umzuziehen. Wozu denn? Um woanders zu sterben. Warum reden Sie denn so? Wieso nicht? Ich hatte einfach Lust dazu. Das ist nicht witzig. Ich mag nicht, wenn Sie so mit mir reden. Was hast du denn gesagt? Oh, schreckliche Sachen über Sie. Mein Stil? Dass Sie sicher nur auf meinen baldigen Tod warten, nachdem Sie sich vergewissert hätten, dass ich Sie in meinem Testament bedacht habe. Die ist wirklich total gemein. Oh, das ist vor allem derartig abgedroschen von ihr. Sie werden entschuldigen, aber heute Abend lasse ich Sie allein. Gucken Sie das nicht bis zu Ende? Ach. Fühlen Sie sich nicht gut? Ach, geht schon irgendwie. Machen Sie sich keine Sorgen. Sagen Sie mal, treffen Sie sich mit jemandem? Ich meine, ich bin doch kein Idiot. Sie treffen sich mit jemandem. Nein. Also, nicht wirklich. Ich würde es lieber von Ihnen hören, als dass ich es selbst entdecke. Okay, alles klar. Gut. Ruhen Sie sich schön aus. Ich gehe schlafen. Nun mal ehrlich, Marilyn, das sind ja richtige Pornozeitschriften, die Sie da immer lesen. Warum sagen Sie das? Also wirklich, wie verzögern Sie den Orgasmus? Vermeiden Sie Aufzüge und dunkle Toreinfahrten und machen Sie es lieber nicht in ungemütlichen Fahrzeugen. Oh la la, schmieren Sie Ihre Hand ein, umfassen Sie den Ring vorn, dass er geht. Oh, aber nein. Sie sehen überall nur Schlechtes. Sagen Sie mal, wollen Sie mich denn unbedingt verjüngen? Ich tue einfach, was ich kann. Sie können nicht hingehen mit Ihren schmutzigen Händen. Schon gut, Monsieur. Das ist nur ein Spiegel. Der ist für Marilyns Zimmer. Wow, der ist super cool. Alles in Ordnung, Joseph? Ja, ein bisschen schwer. Aber mein kleiner Joseph, geht's dir gut? Was ist denn passiert? So groß habe ich ihn mir nicht vorgestellt. Ist nicht so schlimm, dann hänge ich ihn auf, wenn wir umziehen. Was soll das heißen, wenn wir umziehen? Wieso? Na, ich meine an dem Tag, an dem wir umziehen. Wollten Sie das nicht? Hören Sie, ich kenne meinen Bruder. Er ist nicht in einem normalen Zustand. Sie manipulieren ihn doch. Ich manipuliere überhaupt nichts. Finden Sie, dass ich Sie manipuliere? Ich gehe mich hinlegen. Vergessen Sie nicht, ich bin seine Schwester und ich werde Sie das nicht machen lassen. So, jetzt sind alle wieder verschwunden. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel drauf gemacht. Finden Sie wirklich, dass ich Sie manipuliere? Nein, aber Sie hätten nicht so mit ihr reden sollen. Das war nicht nötig. Ach nein, aber ich habe doch gar nichts gesagt. Sie ist von allein so nervig gewesen. Das ist mir so rausgerutscht, tut mir leid. Nein, entschuldigen Sie sich nicht, Sie haben ja recht. Vielleicht muss ich gehen, ich weiß es nicht. Sie meinen, dass wir umziehen wollen, ja? Aber nein, jetzt hüten Sie mal Ihre Zunge. Klar, das ändert doch nichts. Das wird super, wir ziehen einfach nur um. Das ist doch eine super Wohnung, oder? Hören Sie, junger Mann, ich mache die Augen zu wegen Ihrer heimlichen Treffen. Aber ich hoffe, Sie haben verstanden, dass ich, wo auch immer wir dann wohnen, Ihre Anwesenheit niemals tolerieren werde. Ich meine, ich kenne Ihre Absichten nicht direkt. Aber ich warne Sie, wenn Sie sie unglücklich machen wollen, dann bringe ich sie um. Na, ich habe eigentlich nicht die Absicht. Es gibt andere. Also? Ihr Freund sagt Ihnen, was ich davon halte.
Das ist einfach ein Kaninchenstall und ich bin kein Tier, verstanden? Gut, wir gehen jetzt. In Zukunft, junger Mann, lassen Sie uns nicht mehr wegen nichts und wieder nichts irgendwo hinkommen. Bekommen. Die wollen mir einen Stand am Samstag in der Markthalle zuweisen. Wenn die glauben, dass ich ihr Scheißangebot annehme, seit 20 Jahren arbeite ich hier, die können mir alle gestohlen bleiben, diese Arschlöcher. Aber der Markt, das ist doch vielleicht gar nicht so übel. Da wird ja wenigstens geheizt. Ich verschwinde, ich komme zu spät. Gehen Sie heute Abend weg, hm? Ich habe doch gesagt, dass ich ins Kino gehe. Lass die Kleine doch machen. Aber wirklich, ich habe gedacht, Sie bringen mich jetzt nach Hause. Dann bringe ich dich nach Hause, wenn es nur das ist. Sie möchte sich doch etwas amüsieren. Danke, Lolo. Ich verspreche, ich komme nicht spät zurück. Oh, ich hatte eine Überraschung für Sie vorbereitet. Die Überraschung erwartet Sie von dem Typ, zu dem Sie jetzt geht. Na ja, aber... Ich bring dich hin, komm. Aber nein, nein, alles bestens. Ich kann wohl doch allein nach Hause gehen. Also wirklich... Du musst wissen, was du willst. Sie hat sie um 19.30 Uhr verlassen, weil sie ins Kino wollte. Aber ich habe das nicht ganz verstanden. Wer ist sie denn für Sie? Sie geht nicht häufig aus, aber wenn sie es tut, kommt sie vor 22.30 Uhr zurück. Das ist so vereinbart. Wie viel Uhr ist es jetzt? 1.10 Uhr. Das ist einfach unmöglich. Das ist unmöglich. Da muss irgendwas passiert sein. Gut. Welches Formular nehmen wir? Also, Sie haben gesagt, ziemlich klein. 1,60 Meter ungefähr. Braune Haare. Heute ist Ihr Geburtstag. Heute? Heute ist Ihr Geburtstag. Warten Sie mal, aber meinen Sie nicht, dass sie Ihren Geburtstag einfach mit Freunden feiert? Sie brauchen sich nicht solche Sorgen zu machen. Gehen Sie lieber nach Hause. Sie ist vielleicht schon längst da. Wir begleiten Sie nach Hause. Nein, nein, ich brauche niemanden. Sie sind nicht in der Verfassung. Lassen Sie mich, ist schon gut. Ein Wagen bringt Sie nach Hause. Nein. Joseph? Na. Danke, ich habe gerade den Erdbeerkuchen gesehen. Jetzt bei Vincent, Marilyn. Monsieur Caudray, wir befinden uns in einer Krise, der wir uns stellen müssen. Da darf man sich nicht verrückt machen. Sie müssen sich wieder versöhnen. Das sehen Sie doch genauso, oder? Ja, ja, ja. Schön. Wieso machen Sie da nicht einen ganz kleinen Schritt auf Sie zu, Monsieur Caudray? Nein. Na, wie dem auch sei. Es gibt einen Vertrag. Ich meine, man muss sich einfach an die Vereinbarungen erinnern und dann kommt alles wieder in Ordnung. Sie ist jung, sie braucht eine klare Linie. Hm? Meinen Sie? Absolut. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kenne sowas. Na, was ist? Nichts gehört? Von was? Von was? Von Vincent, Mann, du Schlaukopf. Nein, überhaupt nichts.
Ich war heute Morgen da, er war nicht mal in der Agentur. Vollidiot. Er hat sich echt total verändert, seit ich bei ihm wohnen wollte. Klar, er hat dich gehabt und jetzt verschwindet er. Vielleicht hat er ja ein Problem. Aber natürlich. Ein Riesenproblem sogar. Er musste irgendwo hinfahren, wo nicht mal SMS funktionieren. Mhm. Er kommt wieder zurück. Wirklich, meine Süße, echt, du glaubst wohl alles, oder? Hör auf, sowas zu sagen. Gut, gehen wir ins Kino? Ich kann nicht. Ich muss zu Joseph zurück. Außerdem habe ich von dem scheiß Verein vorher eins draufgekriegt. Wir sehen uns nachher. Gehen wir dann was trinken? Ich habe kein Geld. Treffen wir uns bei dir vor der Tür unten? Okay, alles klar. Na also. Ich bin weg. Wo gehen Sie hin? Im Vertrag steht nicht, dass ich Ihnen das sagen muss. Aber Sie kommen vor 22.30 Uhr zurück, ja? Sicher, mache ich. Das Geschirr muss noch gespült werden. Da steht aber auch nicht, ob ich es vorher oder nachher spülen muss. Ich spüle, wann ich will. Und wenn Sie schon dabei sind, ich wasche für Sie, falls Sie von Weiß die Schnauze voll haben. Pass auf, ja? Du bist bei deinem 5. Rosé. Und weißt du, was dann kommt? Leberzirrhose. Dann kommt die Leberzirrhose, verstehst du? Stimmt irgendwas nicht? Ach, geh schon, geh schon. Na, das sieht man. Hallo. Oh je. Hallo, Joseph, mein alter Freund. Wenn du das gesehen hättest. Wir mussten uns um das Buffet nicht prügeln. Da waren viel mehr Leute gekommen als für unsere arme Jeanette. Er hat mir ein Foto für dich gegeben. Er hat an alle eins verteilt. Sag mal, warum bist du denn nicht gekommen? War wohl wegen Lulu, oder? Was denn, Lulu? Hat dir das keiner erzählt? Habt ihr ihn gesehen? Die Feuerwehrleute haben ihn bei sich zu Hause gefunden. Du kannst dir das nicht vorstellen. Er hauste in einer Räuberhöhle. Kein Strom und kein Wasser. Mäuse, Kacke überall auf dem Boden. Fürchterlich. Was machen Sie denn im Dunkeln? Nichts, gar nichts. Wo sind Sie gewesen? Das ist ja ganz egal. Was ist denn los mit Ihnen? Das geht Sie nichts an. Und wenn Sie heute Abend ausgehen wollen, wie jeden Abend, dann machen Sie das, wie Sie wollen. Ich war einkaufen. Ich mache Ihnen was zu essen. Ich habe keinen Hunger. Erwartest du jemanden? Guten Tag, Eric Lissage vom Verein Zu zweit ist es leichter. Tut mir leid, wir haben leider nichts mehr. Nein, nein, ist Monsieur Coudray nicht da? Marilyn? Ich bin seine Schwester. Und Marilyn auch nicht? Marilyn, gehören Sie zu Ihrer Familie? Nein, ich bin gerade in der Gegend und wollte nur wissen, wie es den beiden geht. Aber Marilyn, gehören Sie zu Ihrer Familie? Nein, nein, Madame, aber so gut wie. Der Verein bringt einen Rentner mit einer Studentin in Kontakt und wir sind dann so eine Art Betreuer für die. Ist niemand da? Joseph, handelt es sich da um deine Nichte oder was ist das? Welche Nichte? Oh nein, das gibt es doch nicht. Du beherbergst seit einem Monat eine absolut Unbekannte bei mir. Nein, bei dir. Also weißt du, Madame, was Glück, dass du überhaupt noch lebst. Madame, dieses Mädchen sich. Hätte dich umbringen können, nein, nein, hörst Madame, du? Entschuldigen Sie, da findet eine sehr strenge Auswahl statt. Was Sie da sagen, ist niemals passiert. Das ist völlig unmöglich. Sind Sie da oder nicht? Lass ihn rein. Wie geht's Ihnen? Ja. Marilyn, macht's keinen Spaß mehr, mit einem alten Mann wie mir hier zu leben. Was Sie da sagen, ist falsch. Ja. Ich habe so viele Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Und das ist auch gar nicht das Problem. Es gibt einen Vertrag, den muss sie einhalten und Schluss. Ich dachte, Sie hätten sich zusammengerauft. Warum haben Sie mich nicht früher mal angerufen? Und was hätte ich Ihnen sagen sollen? Komm, wir hauen ab. Das bringt nichts. Er kommt doch nie. Warte, wir sind noch nicht lange hier. Stell dir vor, vielleicht schleppt er Sie noch an.
Na eben, stell dir vor, was machen wir dann? Na, dann springst du ihn an, spuckst ihm in die Fresse und lässt ihn echt peinlich aussehen. Ja, und dann sehe ich echt peinlich aus. Okay, verstehe. Ich spring ihn an, spuck ihm in die Fresse und lass ihn echt peinlich aussehen. Okay, alles klar. Wenn du das gesehen hättest, da war gar nichts. Er besetzt die Wohnung, bis sie dann verkauft werden. Aber bist du sicher, dass er in der Agentur arbeitet? Ich komme da jeden Tag vorbei, er ist nie da. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht. Willst du mit mir zu Joseph kommen? Du könntest ihn doch Samstag einladen. Zu dem Fest? Aber sonst geht's noch, ja? Aber klar, am Anfang sind die Familien und alle da. Mensch, sicher, dann könnt ihr euch versöhnen. Nein, ich muss gehen. Das ist bescheuert, wir reden nicht mehr miteinander. Das kannst du dir nicht vorstellen, seit Ewigkeiten habe ich seine Stimme nicht mehr gehört. Unglaublich, wie dickköpfig man sein kann. Und der Typ von dem Verein hat bei meinen Eltern gestern wieder so eine Show abgezogen. Ich muss morgen früh aufstehen, wir können uns ja am Café treffen. Scheiße, seine Schwester, die Schlampe, hat jetzt verkauft. Was soll er denn jetzt machen? Mach dir keine Sorgen um ihn. Die Alten haben noch Ressourcen. Wo hast du das denn her? Aber das ist doch bekannt. Du erzählst doch wirklich Quatsch, oder? Komm, wir gehen. Zum Abschlussfest in der Schule kommen, darüber würde ich mich freuen. Es ist am Samstag um 19 Uhr in der Rue des Arènes 9. Küsschen. Guten Tag, Joseph, hier ist Marilyn. Wenn Sie wollen, können Sie zum Abschlussfest in der Schule kommen. Darüber würde ich mich freuen. Es ist am Samstag um 19 Uhr in der Rue des Arènes 9. Küsschen. Guten Tag, Joseph, hier ist Marilyn. Wenn Sie wollen, können Sie zum Abschlussfest in der Schule kommen. Darüber würde ich mich freuen. Es ist am Samstag um 19 Uhr in der Rue des Arènes 9. Küsschen. Ich habe gerade mit meinen Eltern telefoniert. Ich soll sie schön grüßen. Oh, ich wollte Sie nicht stören. Sie stören mich nicht. Wollen Sie was trinken? Nein, vielen Dank. Danke vielmals, wissen Sie. Ich wollte Ihnen gratulieren, aber ich muss jetzt verschwinden. Wohin gehen Sie? Tja, ich mache ein paar Tage Urlaub, weil mir klar geworden ist, dass ich seit 30 Jahren nicht mehr am Meer gewesen bin. Und Sie? Wohin gehen Sie im nächsten Schuljahr? Zu einem anderen Alten? Ach. Passen Sie auf. Sie verschmieren sich Ihre Schminke. Wissen Sie, ich gehe jetzt. Naja, ist doch schon gut. Und außerdem, wir sehen uns wieder, nicht? Also dann, wie man so sagt, ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben.
entlang. Ich habe noch nie gesehen. Können Sie vielleicht mal bitte auf meinen Fisch aufpassen, bitte? Das wäre ganz toll. Lange? Nein, nicht lange. Nur bis ich das Museum angeguckt habe. Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da und hol ihn ab. Lieber Joseph, es ist geschafft. Ich habe mein Praktikum. Ich fange in einer Woche an. Ich freue mich total. Und Sie? Ich hoffe, Sie sind glücklich da, wo Sie sind. Ich würde gern von Ihnen hören. Sie fehlen mir. Ihre Lieblingsnichte, Marilyn. Mir geht's super. Und dir? To be here.